So, wir haben heute viel vor. Wir müssen noch Spracherkennung beenden. Natürlich sprachliche Verarbeitung und maschinelle Übersetzung als zwei, drei weitere Anwendungen oder Typen von kognitiven Systemen oder auch künstliche Intelligenz. Und gut, also fangen wir damit an. Wir hatten das in der letzten Vorlesung, war ich auf Reise, hatte Herr Stücker nochmal die Hidden Markov Models entwickelt und für Sie dann auch dieses Trainingsproblem angegangen, in größerem Detail, als ich das am Ende der vorigen Vorlesung noch konnte. Und zwar den Forward-Backward-Algorithmus oder grundsätzlich die Trainingsproblematik, wie man solche Modelle trainiert. Und in beiden Fällen, es gibt zwei Ansätze, den sogenannten Viterbi-Training und den sogenannten Forward-Backward. Beim Viterbi-Training machen Sie über eine gelabelte Datenbasis eine Alienierung, sodass Sie wissen, welche Segmente der Sprache nach dem Alienierungsalgorithmus zu welchen Phonemen gehören. Und wenn Sie dann diese Zuordnung haben durch eine automatische Segmentierung, die eben durch diesen Viterbi läuft, haben Sie dann eine Zuordnung, ein Label sozusagen und können dann also das akustische Modell trainieren. Beim Forward-Backward machen wir das nicht mit einem Viterbi, sondern da geht das eben durch den Forward-Backward-Algorithmus. Und der wesentliche Unterschied zwischen Viterbi-Training und Forward-Backward-Training ist, dass wir beim Viterbi ja den wahrscheinlichsten Pfad finden und dann eine Zuordnung von den Segmenten der Sprache zu den entsprechenden Modellen. Und dann diese Modelle jeweils iterativ verbessern. Und beim Forward-Backward ist das nicht durch Viterbi, nicht den besten Pfad, sondern wir wissen, dass der Forward-Algorithmus und der Backward-Algorithmus, der die Summe zieht, der betrachtet sozusagen alle möglichen Pfade, die an jeden jeweiligen Zustandsübergängen laufen können. Und man berechnet auf diese Weise dann den Update durch ein Kombinieren vom Forward- und Backward-Algorithmus. Gut, das hat also Herr Stücker schon alles gemacht. Haben wir also besprochen. Nun wollte ich noch mal ganz kurz dann erweitern, womit beschäftigt sich dann also teilweise die Forschung. Also mit den Algorithmen zunächst mal weiß man, wie man die trainiert, wie man dekodiert und wie man evaluiert mit solchen Hidden Markov-Modellen. Nun ist damit die Sache nicht alles beendet, damit ist das Forschungsproblem nicht gelöst, denn wir haben ja schon am Anfang ge gesagt, dass ein großes Problem, das wir mit Hidden Markov-Modellen haben, ist, dass wir diese Markov-Annahme machen. Die Markov-Annahme sagt ja, dass ein gewisser Übergang oder eine gewisse Emission von dem Zustand abhängig ist, aber nicht von den Vorgängerzuständen. Also die Markov-Annahme sagt ja, dass ich nur als Historie den vergangenen Zustand mir anschaue. Und nichts könnte falscher sein in der Spracherkennung als diese Annahme, denn es ist ganz sicher nicht richtig, dass wir keine Abhängigkeiten haben von der Zeit davor. Nur ist das Markov-Modell sehr schön und relativ einfach zu berechnen. Das heißt, man nimmt es sehr gerne her, weil es eben ein sehr, sehr schönes Modell ist, das eben auch die Zustandssequenzen, also die Sequenzen von mehreren Phonemen hintereinander, jeweils also gut in einem mathematischen Modell betrachten kann. Aber diese Markov-Annahme ist sicherlich falsch, denn sie sagt ja, dass wir keinen Kontext eigentlich mehr als den Vorgängerzustand betrachten müssen. Und das ist natürlich nicht richtig. Das heißt, viel in der Spracherkennung hat sich dann als Resultat davon damit beschäftigt, wie man mit dieser falschen unabhängigen Annahme eines Markov-Modells sozusagen sich trotzdem zurechtfindet. Nun, Teil der Aufgaben wurden dadurch gelöst, dass man also die Modelle selber etwas aufbohrt. Das heißt, man sagt also nicht, dass ich nur einen Zustand habe pro Phonem, sondern ich habe dann mehrere Zustände und man kann diese Übergänge natürlich entsprechend definieren, dass man sagt, okay, ich erlaube gewisses Überspringen dieser Zustände oder diese Zustände betrachten jetzt jeweils nicht nur ein Phonem, sondern nur Unterzustände eines Phonems und so weiter und so fort. Nur so von der Nomenklatur sollten Sie wissen, dass es auch wie in der Spracherkennung solche Left-to-Right-Modelle nur benutzen. Das heißt, das sind Hidden Markov-Modellen, bei denen die Zeit immer nur vorwärts gehen kann. Das ist natürlich wichtig, weil in der Sprache natürlich sie nicht rückwärts gehen können. Das heißt, Sprache entwickelt sich immer vorwärts. Das heißt, aus dem Grunde sind unsere Modelle in der Spracherkennung immer links nach rechts.
Nun, ein Hidden Markov Model grundsätzlich, wenn Sie das anwenden sollten oder sehen sollten für andere Aufgaben, Robotik, maschinelle Übersetzung und, ist es nicht unbedingt ein monotones Alinieren, denn in anderen Aufgaben ist es nicht so, dass es notwendigerweise nur von links nach rechts geht. Im allgemeinsten Falle ist also ein Hidden Markov Model kann auch so ergodisch sein, wie man das nennt, dass alle Zustände mit allen jeweils verknüpft sind und auch dann funktionieren dann dieselben Algorithmen, die wir besprochen haben, da auch. Das heißt, wenn wir das jetzt nur für Spracherkennung kennengelernt haben, bitte im Hinterkopf behalten, dass man diese Modelle natürlich für viele andere Aufgaben auch benutzen kann, in denen man diese Links-nach-Rechts-Annahme nicht unbedingt machen muss oder machen sollte. Wie baut man jetzt nun ganze Spracherkenner davon? Während des Trainings, was wir machen, wir nehmen die gesamte Trainingsdatenbasis, wir alinieren die gegen die Wörter. Wir haben meistens eine Trainingsdatenbasis, bei denen wir wissen, was gesprochen worden ist. Die ist also transkribiert. Und wenn wir eine transkribierte Datenbasis haben, dann wissen wir, welche Wortsequenzen hier vorgekommen sind. Wenn wir die Wortsequenzen haben, können wir die expandieren in die Phoneme der jeweiligen Wörter. Und die Phoneme werden abgebildet auf die Zustände eines phonetischen Modells. Und dann haben wir solche Hidden Markov-Modell-Zustände, die wir dann mit der Sprache alinieren können und dann das Modell trainieren können. Was wir nun nicht besprochen hatten, ist, wie denn diese Emissionswahrscheinlichkeiten eines Hidden Markov-Modells aussehen. Sie werden sich erinnern, bei dem Training des Hidden Markov-Modells haben wir immer zwei Arten von Wahrscheinlichkeiten. Das eine ist die Übergangswahrscheinlichkeit und das andere ist die Emissionswahrscheinlichkeit. Ja? Die sagt, ich bin in dem Zustand und emittiere, als wir von den Farben, von den Murmeln gesprochen haben, war das die Farbe der Murmel. Aber wenn wir von Spracherkennung sprechen, dann meinen wir einen Zustand, der jetzt Spektren ausgibt, also emittiert. Und diese Emissionen werden jetzt nun auf irgendeine Weise modelliert. Wie modelliere ich die nun? Welche Spektren da rauskommen? Eine Art und Weise, das zu tun, ist die sogenannten diskreten Hidden Markov Models, wo ich das ganze Vektor quantisiere. Was man hier macht, ist, man nimmt das komplette mögliche Spektrum, also wir haben also spektrale Koeffizienten, die einen multidimensionalen Raum liegen. Und wenn Sie da einen Punkt in dem multidimensionalen Raum haben, kann ich den Vektor quantisieren, indem ich den gesamten Raum in kleine Volumen oder kleine Blöcke einteile. Und diesen Blöcken gebe ich dann einen Index und das wäre hier angezeigt wie in diesen Voronoi-Regionen, dass ich solche Regionen bilde und für jede dieser Regionen sage ich, die haben einen Index. Und mein Hidden Markov Model Emissionswahrscheinlichkeiten sind dann, dass ich eine Wahrscheinlichkeit habe für jeden dieser Regionen, also für jede dieser Regionen produziere ich dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ein Spektrum, das in dieser Region jeweils liegt. Und das Problem hiermit natürlich ist, dass wir damit Quantisierungsfehler uns einhandeln, denn diese Regionen sind ja dann kleine Abschnitte in meinem spektralen Bereich. Und wenn ich in diesem Bereich nun irgendwo liege, dann werden natürlich alle Punkte in diesem Bereich genauso behandelt von der Statistik her oder von den Wahrscheinlichkeiten. Und das ist natürlich nicht richtig, wenn ich möglicherweise an der Ecke oder am Ende einer solchen Region sitze, dann will ich nicht unbedingt dieselbe Wahrscheinlichkeit, wie wenn ich in der Mitte oder am anderen Eck jeweils liege. Das heißt, diskrete Hidden Markov Models machen Fehler und sind daher auch entsprechend etwas schlechter. Das heißt, man hat sich dann andere Modelle gedacht, dass ich anstelle der Emissionen sage, ich bin in Region 12 oder Region 13, wo ich dann Quantisierungsfehler mache, kann ich auch ein kontinuierliches Modell mir vorstellen, das ich mir aus Mixturen von Gauss-Glocken zum Beispiel zusammenstelle. Wir hatten ja beim Machine Learning kennengelernt, dass wir Gauss-Mixturen uns vorstellen können und uns eine Verteilung, also eine Wahrscheinlichkeitsdichte zusammen konstruieren können, in beliebiger Form durch Zusammenstückeln von vielen Gauss-Glocken, einer sogenannten Gauss-Mixtur. Gauss-Mixturen hat man daher auch viel benutzt in der Spracherkennung, hat man ganze Erkenner eigentlich zwei Jahrzehnte lang mit Gauss-Mixturen modelliert, dass man also sagt, meine Verteilungen für ein bestimmtes Phonem sehen so aus und die modelliere ich mit einer Mixtur von mehreren Gaussians. Es gibt dazwischen Zwischenmodelle oder Zwischenmethoden, die man Semi-Continuous oder Tied Mixture, möchte ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber ein ganz großer, wichtiger zusätzlicher Ansatz ist auch, dass ich natürlich diese Emissionswahrscheinlichkeiten auch schätzen kann durch neuronale Netze, indem ich die neuronalen Netze trainiere, solche Verteilungen da tatsächlich zu simulieren. Das zeige ich Ihnen gleich in einem Moment.
Aber bevor wir uns das anschauen, müssen wir noch einen zweiten Aspekt anschauen und der geht jetzt wieder auf diese Markov-Annahme zurück. Wenn ich in der Markov-Annahme sage, ich hänge nur von dem Zustand davor ab, haben wir gerade gesagt, das kann nicht richtig sein, denn wenn ich sage Bib oder Bab oder Bub, dann ist jeweils abhängig davon, in welchem Vokal ich jetzt hier gerade spreche, sind natürlich die Übergänge zwischen den Phonemen ganz anders. Und meine Spektren werden ganz anders aussehen, wenn ich mit einer ganz anderen Konstellation meines Kontextes anfange, ein bestimmtes Phonem zu sprechen. Das heißt, meine Phoneme, die ich tatsächlich produziere in reeller Sprache, sind sicherlich vom Kontext beeinflusst. Das heißt, ich brauche eine Modellierung, die kontextabhängig ist und nicht kontextunabhängig. Und genau das tut man. Man hat also auch in der Spracherkennung dann viele Modelle entwickelt, die sogenannte kontextabhängige Modelle sich nennen. Triphone oder Polyphone, wo man verschiedene Distanzen an Kontext mit einbezieht. Und im einfachsten Falle geht man da so vor, dass man dann anstelle zu sagen, ich habe jetzt hier ein Modell, das ich mir trainiere für unterschiedliche Phoneme, also ich habe ein Modell für A und I und U, sage ich, ich baue mir kontextabhängige Phonemmodelle, bei dem ich sage, ich trainiere dann ein konkretes Modell für den Vokal A im Kontext B oder C. Und dann hätte ich ein getrenntes Modell für den Kontext A im Kontext von V, X und Y und so weiter. Das heißt, für jeden möglichen Kontext baue ich mir jetzt nun getrennte phonetische Modelle, die ich dann auch entsprechend getrennt an meiner Trainingsdatenbasis trainiere. Nun gibt es dann viele Ingenieursdetails, weil natürlich es sicherlich so ist, dass Sie nicht genügend Daten haben, um alle möglichen Kontexte entsprechend zu finden in Ihrer Trainingsdatenmenge. Das heißt, Sie müssen dann anfangen zu interpolieren unter unterschiedlichen Kontexten, weil, was weiß ich, CCC oder XXX oder was auch immer, bestimmte Phonemkontexte natürlich nicht vorkommen in Ihrer Datenbasis. Das heißt, Sie müssen die kombinieren mit anderen, die in Ihrer Datenbasis tatsächlich vorkommen. Das heißt, diese ganze Arbeit an kontextabhängigen Modellen ist auch ein trickreicher Bereich in der Spracherkennung. Nun, all das nennt sich natürlich jetzt akustische Modellierung. Und wie ich schon sagte, gibt es da unterschiedliche Modelle, Gauss-Mixturen, neuronale Netze oder Hierarchien von neuronalen Netzen. Was man mit allen tut, ist im Wesentlichen die Emissionswahrscheinlichkeit eines solchen Zustandes im Hidden Markov Model zu schätzen. Nun, wie macht man das mit neuronalen Netzen? Neuronale Netze hat man auch eingesetzt. Wir hatten ganz, als wir uns mit neuronalen Netzen beschäftigt haben, also mit Backpropagation, dieses Bild schon gesehen von Peterson und Barney, wo die alten Daten von Peterson und Barney eingesetzt wurden, um diese Regionen für Phoneme automatisch zu klassifizieren durch neuronale Netze. Und das natürlich mit Formanten, also diese erste und zweite Resonanzfrequenz. Nun, die erste, zweite Resonanzfrequenz kennen wir nicht, die wissen wir nicht, wie die ist und extrahieren ist zu schwer, haben wir schon gesagt. Das heißt, was man hier auch machen kann, ist im Wesentlichen nur das Spektrum hernehmen und in ein solches neuronales Netz reinstecken, um dann als Ausgabe die Zustände eines Hidden Markov Models zu klassifizieren. Das heißt, wir bauen uns im Wesentlichen ein Standard-Feed-Forward neuronales Netz, das als Ausgabe die Klassifikation eines Zustandes oder eines Phonems in einem Hidden Markov Model produziert. Das sieht dann so aus, in der ersten Arbeitsweise vor vielen Jahren hat man das mit einer versteckten Schicht gemacht. In der Zwischenzeit sind das tiefe Netze, Deep Neural Networks, bei denen man mehrere Hidden Schichten hat, die man sukzessive trainiert, um dann bei der Ausgabe den Zustand jeweils zu klassifizieren. Nun ich sagte schon, den Zustand zu klassifizieren, das heißt, ich trainiere diese Netze mit einem Viterbi-Training meinetwegen oder Forward-Backwards, indem ich dann sage, das ist ein A oder ein kontextabhängiges A und ich trainiere das neuronale Netz, gegeben ein Stück Sprache, dieses Phonem entsprechend zu klassifizieren. Soweit ist das eigentlich relativ einfach und einsichtig. Wir müssen allerdings ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich nämlich gesagt habe, dass wir ein neuronales Netz hernehmen, um ein Phonem zu klassifizieren, müssen wir ein bisschen aufpassen, denn wir haben es ja mit einem Hidden Markov Model zu tun. Und bei dem Hidden Markov Model haben wir ja davon gesprochen, dass ein akustisches Modell ein generatives Modell ist im Hidden Markov Model. Nämlich wir sagen da nicht, wir klassifizieren diesen Zustand, sondern wir sagen, der Zustand hat eine gewisse Emissionswahrscheinlichkeit.
Das heißt, unser Zustand in dem Hidden Markov Model, die Emissionswahrscheinlichkeiten eines Zustands, sind klassenbedingte Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wir sagen, gegeben, dass ich im Zustand A bin, wie wahrscheinlich ist es, dass ich ein bestimmtes Spektrum produziere? Wenn ich ein neuronales Netz trainiere über Daten von A, mache ich genau das Umgekehrte. Da setze ich ja die Daten ein und sage, wie wahrscheinlich ist es, dass die bestimmte Klasse klassifiziert wird. Also in Form der Theorie, die wir kennengelernt haben von Bayes-Modellen, wissen wir, dass ein neuronales Netz eine a posteriori Wahrscheinlichkeit jeweils produziert. Das heißt, gegeben die Eingabekoeffizienten, wie wahrscheinlich ist die Klasse der Zustand, also der phonetische Zustand. Und was wir im Hidden Markov Model erwarten, ist das Umgekehrte, gegeben der Zustand meines Hidden Markov Models, wie wahrscheinlich ist es, dass ich ein bestimmtes Spektrum produziere, also genau andersrum. Und wie kommen wir, das heißt, das einfach einsetzen, das neuronale Netz in die Hidden Markov Modelle, sind in dem Sinne falsch, weil wir die falschen Wahrscheinlichkeiten hier einsetzen würden. Was müssen wir machen? Wir müssen von den Ausgabewahrscheinlichkeiten eines neuronalen Netzes oder eines Deep Neural Networks, das mir a posteriori Wahrscheinlichkeiten liefert für die phonetische Klasse, das müssen wir erst umwandeln in eine klassenbedingte Wahrscheinlichkeit. Und das wissen wir, wie das geht. Wir machen das eben wieder durch Bayes, durch die Bayes-Regel. Das heißt, wir versuchen dann die klassenbedingte Wahrscheinlichkeit unseres Modells zu erstellen, also die Wahrscheinlichkeit, ein bestimmtes Spektrum XT zu produzieren, gegeben ein Zustand A, ist dann durch Bayes-Regel umgeschrieben, ableitbar von dem Output eines neuronalen Netzes, nämlich dieses P von A gegeben XT, das ist die Wahrscheinlichkeit des Zustandes oder des phonetischen Zustandes gegeben mein Spektrum. Ja, das heißt, wir nehmen die Ausgabe von einem neuronalen Netz, stecken es in die Bayes-Regel rein, rechnen es um und bekommen eine klassenbedingte, die wir dann hier einsetzen können. Nun, das Interessante an dieser Sache ist, diese Art von Spracherkennung, dass man neuronale Netze in Hidden Markov-Modellen einsetzt, wurde eigentlich in den 80er Jahren schon entwickelt. Wir hatten seinerzeit solche Modelle gebaut und die funktionierten sogar besser als Gauss-Mixturen, aber nur etwas leicht besser, sodass Forschergemeinde das ignorierte und im Wesentlichen mit Gauss-Mixturen weitermachte, 20 Jahre lang, bis dann in 2004 das wieder ausprobiert wurde und mit den Rechnern, die man dann hatte inzwischen und mit GPUs, man so gigantische Netze, wie Sie hier sehen, mit vielen Hidden Schichten hat bauen können und plötzlich feststellte, dass man 30% bessere Fehlerraten bekommt als mit Gauss-Mixturen. 30%. Sie müssen sich vorstellen, 30% relative Verbesserung in der Sprache ist unglaublich, weil wir haben jahrelang, hat die Gemeinde sozusagen geforscht, immer um ein halbes Prozent. Wenn Sie ein halbes Prozent verbessern, dann können Sie ein Forschungspaper in den großen Konferenzen schreiben. Aber dass man auf einen Schlag 30% sieht, ist fast unglaublich. Und das eigentlich mit Methoden, die wir schon vor 20 Jahren hatten, die einfach nur sozusagen in der Kiste abgelegt waren und jemand wieder mal ausgepackt hat und wieder ausprobiert. Und das hat natürlich mit großer Wucht die ganzen Neuronale wiederhergebracht, wieder in die Forschung gebracht. Wenn Sie heute eben über künstliche Intelligenz lesen oder AI und was weiß ich, Roboter übernehmen alles und so weiter, dann ist es im Großen und Ganzen dieser große Verbesserung, die man sieht mit diesen neuronalen Netzen, die inzwischen eben auf gigantischer Ebene oder mit sehr großen neuronalen Netzen heute trainiert werden. Und wir werden gleich sehen, das hat in vielen Bereichen natürlich Einzug genommen. Nun, ein anderes altes Modell, das ich seinerzeit 1987 entwickelte, ist ein sogenanntes Time Delay Neural Network, ist dann eine Erweiterung eines solchen neuronalen Netzes, wo es sich darum dreht, gewisse Kontexte gleich mit in das Netz rein zu trainieren, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und das Ganze auch shift-invariant. Nun, was meinen wir damit? Wir haben also sozusagen solche, das ist aus diesem Paper von 87, das wir damals schrieben. Sie stellen sich also vor, dass Sie ein neuronales Netz haben, das Spektren hat, so wie wir das vorher schon kennengelernt haben, Spektrogramme. Und also die Achse nach rechts ist Zeit, Achse nach oben ist Frequenz hier im untersten Teil. Also wir haben hier die Zeitachse, hier haben wir die Frequenzachse
Und was wir also machen können, ist ein Spektrum, da ein neuronales Netz reinzustecken, so wie das bisher eigentlich immer gemacht wurde. Nur, dass wir auch den Kontext jetzt mit reinschieben. Wir schieben also nicht nur ein Spektrum rein, sondern drei hintereinander über die Zeit hinweg. Nun, wenn Sie also drei solche Spektren, die nebeneinander liegen, in ein solches Neuron reinstecken, was ihr immer da sieht, wir sehen also hier drei Zeittakte. In jedem der Zeittakte haben wir ein Spektrum. Und das schieben wir in so ein Neuron rein. In der nächsten Ebene haben wir 8 Neuronen übereinander liegen. Und wenn Sie natürlich jetzt 3 mal 16 spektrale Koeffizienten in ein solches Neuron reinschieben und das über die Zeit hindurch schieben, dann bekommen Sie so Aktivierungsmuster über die Zeit hinweg. Und in dem nächsten Layer oben drüber haben wir wieder Neuronen, die sich jetzt wieder diese 8 Neuronen anschauen und die zeitverschobenen Kontexte dieser Aktivierungsmuster, in diesem Fall 5 mal 8, wie Sie das dann sehen. Das heißt, wir haben dann solche spektralen Muster oder eben Zeitaktivierungsmuster im nächsten Layer und so weiter und so fort, bis wir dann ganz oben das aufintegrieren und dann eine Klassifikation für ein Phonem durchführen. Der Witz an dieser Geschichte ist, dass wir in diesem Fall nicht nur ein Backpropagation-Netz haben, das Input klassifiziert mit verschiedenen Neuronen auf jeder Ebene, sondern dass sie in jeder Ebene den Kontext der Aktivierungsmuster eines jeden Neurones mit betrachten. Das heißt, die zeitliche Entwicklung der Aktivierung eines Neurons. Der zweite Witz an dieser Geschichte ist, dass man Shift-Invariant trainiert. Das heißt, wir trainieren das mit einem Trick. Sie sehen hier diese kleinen Verbindungen. Hier, das heißt, das sind jetzt verschobene Kopien. Sie machen also ein Backpropagation-Netz, legen verschiedene Kopien an, über die Zeit hinweg in diesem Falle, und machen Backpropagation vorwärts, Backpropagation rückwärts. Und jede dieser zeitverschobenen Kopien bekommt jetzt also einen leicht unterschiedlichen Gradienten, weil es in einer unterschiedlichen Position aufgenommen worden ist. Diese unterschiedlichen Gradienten sind natürlich jetzt unterschiedliche Gradienten desselben Netzes, nur zeitverschoben. Und weil das natürlich nicht sein kann, dass dasselbe Netz unterschiedliche Gewichte haben kann, müssen wir diese Unterschiede wieder wegnehmen. Das heißt, sobald der Backpropagation-Gradient entwickelt worden ist, mitteln wir die Gradienten von all den zeitverschobenen Kopien dieses neuronalen Netzes und machen den Weight-Update gleichförmig über alle Kopien hinweg. Und das können wir dann wiederholt durchführen, dass wir also Kopien machen über die Zeit hinweg, wir machen Forward und Backward, und sobald wir die Backpropagation-Gradienten haben, mitteln wir alle diese Gradienten und machen den Weight-Update mit dem gemittelten Gradienten. Nun, warum tun wir das? Weil wir haben jetzt unterschiedliche verschobene Netze und wir wollen schauen, dass diese Netze Shift-Invariant lernen, dass sie also Features oder Eigenarten dieser Muster lernen, ohne jetzt abhängig davon zu sein, wo genau in meinem Bereich ich diese Muster angelegt habe. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, denn dadurch erreichen wir durch diesen Trick, dass wir diese Gradienten jeweils gleichsetzen, erreichen wir, dass wir ein Netz trainieren, das Shift-Invariant ist, das also klassifiziert, auch egal, wo das genau passiert ist. In der Zeitdomäne hat sich das dann wunderbar ausgezeichnet und das eben schon in 1987, wo wir diese Paper schrieben. Und heute wird derselbe Trick angewandt, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, für Bildverarbeitung, für Spiele spielen und so weiter. Ich zeige Ihnen das gleich. Okay, also so sieht das aus. Sie machen also solche Netze, Sie machen Kopien dieser Netze und bei all diesen Kopien machen Sie machen dann einen Forward Pass, einen Backward Pass, Sie berechnen Gradienten und dann mitteln Sie alle Gradienten, sodass Sie am Ende ein Netz haben, das Shift-Invariant trainiert worden ist, egal wo das jetzt nun tatsächlich die entsprechenden Muster vorgekommen sind. Nun kann man das analysieren, da möchte ich Sie jetzt nicht mit langweilen, aber wenn man die Gewichtsmatrizen sich anschaut, dann stellt man fest, dass diese Netze tatsächlich Shift-Invariant lernen, dass man die nach links und rechts verschieben kann und die erkennen trotzdem die richtigen Muster. Man hatte damals dann schon größere Netze mittrainieren können, modular, indem man eben durch sogenanntes Vortraining die Hidden Layers rausnehmen kann und die zusammen kombinieren kann in größere Netze. Und das sind alles Techniken, die man heute wieder neu anwendet, die eben damals schon eingesetzt worden sind oder erfunden worden sind.
Und wir sehen Sie hier zum Beispiel eins unserer modernsten Netze, die wir jetzt dieser Tage benutzen bei uns in unseren Laboratorien. Das ist also praktisch dieselbe Art und Weise, das zu tun, wie wir das damals schon taten, nur mit deutlich mehr Neuronen. Das sind also jetzt inzwischen 1000 bis Millionen Mal mehr Verbindungen. Und Sie haben hier diese Vorverarbeitungsschritte und dann die Klassifikation oben auf der rechten Seite. Shift-Invarianz, die Verschiebungsinvarianz über die Zeit hinweg, denselben Trick kann man natürlich auch anwenden in der Frequenzdomäne. Wenn eine Frau oder ein Kind oder ein Mann sprechen, dann sind die Vokaltrakte unterschiedlich lang. Das heißt, die Spektren verschieben sich nicht nur in der Zeit, weil die Sprache vorbeigeht, sondern unter unterschiedlichen Sprechern verschieben sich die Spektren auch nach oben und nach unten, je nach Vokaltrakt. Auch hier können wir verschiebungsinvariant trainieren. Und auch das wurde schon 1990 durchgeführt, dass wir also solche Kacheln oder solche Muster bauten, die man dann eben verschiebungsinvariant nach rechts und nach oben, nach unten über die Frequenz hinweg trainiert. Nun, das war alles 1989 oder 87 und 90 und das blieb eine Weile lang liegen. Man hat dann neue Sachen gemacht und dann haben plötzlich Kollegen oder wir und andere Kollegen dieselben Modelle wieder entdeckt und wieder ausgepackt. Das ist ein Bild von einer Konferenz, wo ein Kollege aus einer anderen Forschungsgruppe in Johns Hopkins über Echo, Spracherkennung in Echos bei Verhaltersprache, die dieses Time Delay Neural Networks von damals wieder ausgepackt haben. Und Sie sehen hier, wie Sie das in einem Vortrag tatsächlich vorgestellt haben, also dieselben Ideen von damals, neu ausgepackt, neu eingesetzt in Echo-robusten oder Reverberant Spracherkennung, gute Ergebnisse erzielen konnten. Die Netze dafür sind also neuerdings publiziert, jetzt also erst letztes und vorletztes Jahr, wo Sie hervorragende Ergebnisse mit denselben Time-Delay-Neural-Networks bekommen, bei großen Netzen, die mit Verhaltersprache jeweils trainiert und eingesetzt wurden. Nun, etwas Zweites, was dann auch passierte, ist, man entdeckte, dass diese Shift-Invarianz, Verschiebungsinvarianz nicht nur in der Sprache interessant ist, sondern auch in der Bildverarbeitung. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte ein Muster erkennen, egal wo in der Zeit es passiert oder wo in der Frequenzdomäne es passiert, dann ist das natürlich auch interessant in der Bildverarbeitung, wo Sie möglicherweise in einem Bild nicht unbedingt wissen, wo etwas ist. Wenn Sie ein Bild von einer Straße haben und Sie wollen das Straßenschild erkennen oder Sie wollen eine Person erkennen mit Gesichtserkennung, dann ist das natürlich nie perfekt segmentiert. Das heißt, Sie haben meinetwegen ein Bild von Ihnen und ich will das erkennen, aber im nächsten Foto bei Facebook ist das Bild natürlich dann verschoben und es ist nicht mehr an derselben Stelle. Das heißt, auch hier brauchen Sie dann Verschiebungsinvariant und da haben dann also andere Forscher dieselben Modelle angewandt und haben das dann unter dem Namen Convolutional Neural Networks, also man hat also festgestellt, dass das, was ja eigentlich hier passiert, wenn ich diese Netze durchschiebe und sie mit einer Matrix von Gewichten multipliziere und das auf jeder Ebene tue, dann ist das so ähnlich wie eine Faltung zu berechnen. Und wir haben ja auch Faltung jetzt bei Signalvorverarbeitung kennengelernt. Das heißt, wenn wir solche neuronalen Netze, im Wesentlichen die Gewichte, verschiebungsinvariant einsetzen, dann ist das wie eine Faltung zwischen den Gewichten und den Eingabekoeffizienten. Und wenn ich das also tue, dann kann ich das ansetzen in Bildern. Und das wären, das sind dieselben Methoden unter dem Namen Convolutional Networks auch teilweise eingesetzt, haben zum Beispiel jetzt dann auch Forscher bei Microsoft hervorragende Ergebnisse. Sie haben also festgestellt, dass man damit inzwischen Spracherkennung durchführen kann mit einer Leistungsfähigkeit, die der menschlichen Leistungsfähigkeit, Sprache zu erkennen, ähnelt oder fast daran kommt oder sie sogar übertrifft. Wie ich sagte, wird das Ganze auch in der Bildverarbeitung eingesetzt. Man benutzt Convolutional Neural Networks, räumlich eingesetzte Shift-Invarianz wie bei den Time-Delay Neural Networks in solchen Kacheln, dass man solche Kacheln hier einsetzt und dann neuronale Netze auf diese Weise im Bild jeweils trainiert und dann bekommen Sie solche Netze, die dann so aussehen, also wenn dann solche Kacheln über die verschiedenen Ebenen hinweg Shift-Invarianz trainiert werden,
dann können Sie das auf solche Bilder einsetzen wie hier. Das heißt, wir haben dann hier zum Beispiel Straßenschilder. Die Daten dazu liefern Sie durch Capture. Wenn Sie da Sachen eintippen, dann wird das von Google ja alles mitgesammelt und von den Firmen. Oder Sie haben hier Straßenschilder zum Beispiel, bei denen Sie dann ein Label haben. Aber in all diesen Fällen sind natürlich die Bilder nicht unbedingt schön zentriert oder segmentiert, sondern sie sind eben auch verschoben. Das heißt, um verschiebungsinvariant auch hier zu trainieren und zu klassifizieren, hat man eben dann dieselben Typ von Netzen, Time Delay Neural Networks, Convolution Neural Networks, eingesetzt und damit auf solchen Benchmark-Datenbasen hervorragende Ergebnisse erzielt. Damit also mit ImageNet Classification, also mit auf einer Benchmark-Datenbasis, wurden damit die besten Ergebnisse bisher eigentlich erreicht. Nun bei Spielen, Sie haben alle wahrscheinlich gelesen von AlphaGo, das ist also zum ersten Mal wurde ein Weltmeister geschlagen. Der Go-Weltmeister wurde von einem automatischen Programm geschlagen und in diesem Falle wurde ein Reinforcement-Algorithmus eingesetzt. Reinforcement-Learning ist eine andere Art von Machine-Learning, wo man nicht unbedingt an jeder Stelle sagen kann, was der Label ist, sondern Sie können nur am Ende des Spiels sagen, dass das jetzt nun gut war oder nicht. Wenn Sie verloren haben, war das nicht gut, wenn Sie gewonnen haben, war es gut. Das heißt, solche Reinforcement Learning Algorithmen haben Delayed Rewards. Das haben, sie haben also eine Belohnung, die irgendwann mal nicht gleich am Anfang kommt, sondern die kommt irgendwie später, nachdem Sie mehrere Schritte durchspielt haben. Und zwischendurch haben Sie Evaluationsfunktionen oder Funktionen, die letztendlich sagen, wie gut eine bestimmte Boardposition ist. Und auch hier sehen Sie, dass man eine Mischung von Reinforcement Learning, diesem Algorithmus, hernimmt und diesen Convolutional Neural Networks, von denen ich bereits sprach, eben auch um hier Shift-Invariant Muster zu erkennen, um im Wesentlichen zu klassifizieren, ob eine bestimmte Boardposition gut ist oder nicht. Und auch das Shift-Invariant. Okay, also Sie sehen, dass da teilweise alte Modelle und alte Ideen wieder neu zum Einsatz kamen und jetzt mit großer Rechenleistung und viel Daten wirklich Erstaunliches leisten können. Also bei diesen Spielen Go und so weiter, AlphaGo, da spielen ja die Spiele gegen sich selbst. Das heißt, Sie haben also Computer, die Tausende von Spielen gegen sich selbst spielen, um eben konstant ihre Muster oder ihre Modelle jeweils zu verbessern. Okay, kommen wir aber zurück zur Spracherkennung. In der Spracherkennung haben wir noch zwei Sachen nicht besprochen. Das eine ist das sogenannte Dictionary, das Lexikon. Das zweite sind die sogenannten Language Models. Und beide interessieren uns hier natürlich auch. Nun, ein Dictionary, ein Ausspracherlexikon, ist in der Spracherkennung deshalb wichtig, weil wir nicht unbedingt die Sprache so schreiben, wie wir sie aussprechen. Im Spanischen, in manchen Sprachen, ist es so, dass wir tatsächlich die Sprache so sprechen, wie wir sie schreiben. Also Spanisch ist zum Beispiel die spanische Orthographie folgt sehr gut der tatsächlichen Aussprache. Aber Englisch zum Beispiel ist eine Katastrophe, weil Englisch, wenn Sie sagen though, although, ist das A-L-T-H-O-U-G. Ja, da ist nichts, Sie sagen nicht altog, sondern Sie sagen although. Das heißt, Sie sprechen die Dinge ganz anders aus. Das heißt, Sie haben Ausspracheregeln, die Ihnen sagen, wie ein bestimmtes Wort ausgesprochen werden soll. Und das muss irgendwo abgelegt werden, diese Abbildung zwischen der Orthographie und der Phonetik, der phonetischen Aussprache. Und das macht das Lexikon oder das Dictionary. Also Ihr Dictionary enthält jetzt nun die Zuordnung von orthografischen Wörtern und der phonetischen Transkription oder der phonetischen Aussprache. Ein Dictionary kann aber noch mehr leisten, als nur die Orthographie auf Phoneme abzubilden, sondern es kann sogenannte Aussprachevarianten modellieren. In manchen Fällen werden Wörter unterschiedlich ausgesprochen. Sie sagen im Deutschen zum Beispiel zwei oder zwei. Im Englischen sagt man tomato und tomato. Das sind also unterschiedliche Aussprachen desselben Wortes. Und auch hier brauchen Sie dann irgendwo ein Lexikon, das Ihnen sagt, beides sind legale Arten und Weisen, wie ich das Wort jeweils aussprechen kann. Und also das Zero oder O, und dann gibt es auch Abkürzungen wie Because und wird manchmal nur Cause gesagt.
All das muss das Lexikon leisten können, damit Sie sozusagen wissen, hier wurde because gesagt, auch wenn die Person tatsächlich nur cause sagte. Multiverbs kommen hier auch mit ins zum Tragen. Wenn Sie Sprache schnell aussprechen, dann ist es sehr oft so, dass Wörter miteinander verschwimmen. Also wir hatten schon mal im Deutschen, wenn ich sage, haben wir noch, sagt man im Deutschen manchmal Hammer noch und Hammer. Das ist anders als im Lexikon. Haben wir, Hammer ist der Hammer, ja, weil Sie müssen eben auch wissen, dass da in einem Multiword haben wir, dass man das in Spontansprache teilweise auch als Hammer ausspricht im Deutschen. Für die Ausländer unter Ihnen oder für die, die nicht deutsche Muttersprachler sind, sehe ich, wie Sie alle lächeln, weil Sie das wahrscheinlich zur Weißglut bringt oder sie, fürchterlich, da kommen Sie irgendwie, reden mit Deutschen und die sagen dann Hammer, Hammer. Was für ein Hammer wir haben? Haben wir, wenn wir richtig sprechen. Okay, im Englischen ist das natürlich auch so, da sagen die Leute nicht did you, sondern did you. Did you eat yet? Did you eat yet? Did you eat yet? Also wir kontrahieren so diese Wörter und die werden dann schnell ausgesprochen und da führen sie dann zu solchen Wortveränderungen, die man alle im Lexikon modellieren kann. Okay, soweit das Lexikon. Ach so, ich sollte dazu sagen, das Lexikon hat bei einem Spracherkenner normalerweise auch nicht nur Multiwords oder die Wörter selber, sondern wir haben in unserem Lexikon tatsächlich auch sogenannte Noise Words oder Garbage Modelle. Das, wenn Sie unseren Vorlesungsübersetzer anschauen, wenn ich irgendwo zwischendrin mal huste, dann soll ja nicht irgendein falsches Wort erkannt werden, sondern dann soll dieses Husten als Husten erkannt werden und weggefiltert werden. Also wenn ich sage oder lache, dann soll das entsprechend modelliert werden und weggefiltert werden. Das heißt, wir brauchen Modelle für wir brauchen Modelle für Husten und Lachen, wir brauchen Modelle für Stöhnen, Seufzen, Schluchzen, was auch immer. Also alle Geräusche, die ein Sprecher so produziert, werden hier mitmodelliert. Okay, nun das letzte Modell, das wir noch nicht kennengelernt haben oder uns anschauen müssen, ist das sogenannte Language-Modell. Wir haben bisher immer nur von der Akustik gesprochen. Das heißt, was passiert, wenn wir jetzt ein Phoneme in Wörter verwandeln und diese Wörter erkennen? Nun wissen wir schon von der Anfangsvorlesung, dass wir natürlich Wörter in einer bestimmten bestimmten Sequenz produzieren, die teilweise sehr prädiktiv sein kann. Ich sagte schon mal in einer vorigen Vorlesung, wenn ich die Sequenz sage, das tut mir aber leid oder weh, dann wissen Sie, dass mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt als nächstes Wort leid kommt oder weh. Oder im Englischen, wenn Ihnen das lieber ist, let's get rid. Was ist das nächste Wort? Of. Ja, let's get rid of. Das heißt, Sie können mit relativ hoher Akkuratheit das nächste Wort schon bestimmen, auch wenn ich es noch gar nicht gesprochen habe. Das heißt, also prädiktiv ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Wort als nächstes kommt. Wenn ich auf der anderen Seite sage, the name of the person I met yesterday was Klaus, Peter, Paul, was auch immer, da kann das ganze Telefonbuch jetzt plötzlich vorkommen. Das heißt, in diesem Fall können Sie nicht gut prädizieren, was als nächstes kommt. Das heißt, wir haben in der Sprache die Situation, dass in manchen Fällen sehr gut vorhersehbar ist, was als nächstes Wort kommen wird und in manchen anderen Situationen eben nicht. Wir nennen das Perplexität oder der durchschnittliche Branching-Faktor. Also in einem Spracherkenner, der immer nach der besten Hypothese sucht, gibt es an jedem Punkt die Möglichkeit, zwischen vielen wahrscheinlichen oder unwahrscheinlichen Möglichkeiten zu wählen. Nur die einfachste Art und Weise, wie man sich das vorstellen kann, ist, dass ich mir das als ein solches Finite-State-Netzwerk vorstelle, in dem ich im Wesentlichen alle Möglichkeiten ausmale in ein großes Netzwerk. Da hätte ich dann sowas wie Show me the next page, Show me any picture, Show me the last page und so weiter. Das kann ich in eine Grammatik reinschreiben, das sind die möglichen Wörter. Was ist das Problem mit dem Ansatz? Ja, erstens mal brauchen Sie jemanden, der Ihnen so ein Netz schreibt, ja. Das wird natürlich für die gesamte Sprache sehr, sehr groß. Und dann bedeutet das natürlich für alle die Dinge, die nicht in diesem Netz drin sind, dass sie unmöglich sind, vom Spracherkenner erkannt zu werden. Und unmöglich ist immer nicht gut. Denn ich kann durchaus sagen, let's get rid housing project. Oder ich kann sagen, das tut mir aber Goldhamster. Die haben das durchaus verstanden. Auch wenn es unwahrscheinlich ist. Also wenn ich sage, das tut mir aber
erwarten Sie Weh oder Leid, aber ich kann durchaus Goldhamster sagen und Sie haben es trotzdem noch verstanden. Ist doch verrückt und Sie würden sagen, jetzt spinnt er aber oder was auch immer. Aber Sie können es durchaus niederschreiben und wissen, was da gesagt wurde, wenn die akustische Evidenz tatsächlich stärker ist als die linguistische. Das heißt, wir kombinieren linguistische Prädiktion mit akustischer Prädiktion. Wenn ich dagegen sage, so etwas Ähnliches wie, das tut mir aber leid, dann würden Sie wahrscheinlich, hat wahrscheinlich gesagt, das tut mir aber leid, das klang so ähnlich, aber so genau habe ich es nicht ausgesprochen, ich habe genuschelt, aber in diesem Falle überwiegt dann die linguistische Evidenz. Und wir machen das in unseren Köpfen. Wir benutzen immer viele Signale. Ich kann Ihnen Videobänder zeigen, wo wir sogar Lippen lesen und die visuelle Information dazu nehmen. Wir benutzen die pragmatische Information. Wir benutzen alle Informationen, die wir haben, um die alle statistisch zu kombinieren, um dann das Wahrscheinlichste zu deuten. Das heißt, wir wollen sowas nicht. Wir wollen, dass auch das wieder statistisch ausdrücken. Und damit sind wir wieder zurück bei unserer Bayes-Regel, bei der wir ja schon gesehen haben, dass das, was wir suchen, ist der Wahrscheinlichkeit der a posteriori Wortsequenz, die wahrscheinlichste Wortsequenz. Da haben wir ja gesehen, das ist das akustische Modell, die Wahrscheinlichkeit der Akustik gegeben, die Wortsequenz, mal der Wahrscheinlichkeit, Sequenz, der Wahrscheinlichkeit der Wortsequenz. Also unsere a priori Wahrscheinlichkeit in diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit der Wortsequenz. Wie wahrscheinlich ist diese Wortsequenz ohne irgendwelche Akustik? Das tut mir aber leid, ist deutlich wahrscheinlicher als das tut mir aber Goldhamster. Wenn Sie keine Akustik gesehen haben, ist das tut mir aber leid und das tut mir aber weh wesentlich wahrscheinlicher als das tut mir aber Goldhamster. Und wie weiß ich das? Ich kann mir jetzt alle möglichen Zeitungstexte von der Frankfurter Allgemeine und der Süddeutschen und was auch immer, alle Zeitungen runterladen und einfach zählen, wie häufig kommt es vor, dass jemand sagt, tut mir aber leid oder tut mir weh, tut mir leid und tut mir Goldhamster. Ich würde mal sagen, tut mir Goldhamster kommt außer in dieser Vorlesung wahrscheinlich in den Zeitungen nie vor. Das heißt, Sie haben eine ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit dieser Wortsequenz, wohingegen das tut mir weh oder das tut mir leid wesentlich wahrscheinlicher ist. Das heißt, wir können Wortsequenzen in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken, sagen, diese Wortsequenz ist wahrscheinlich, diese Wortsequenz ist unwahrscheinlich. Und genau das tut man in der sogenannten Language-Modellierung. Man hatte das damals eingeführt bei IBM, wo man einfach Briefe statistisch verarbeitet hat und sich überlegt hat, wie wahrscheinlich ist es, das nächste Wort zu raten. Das heißt, ich kann mit Ihnen ein sogenanntes Guessing-Game machen, indem ich genau das tue, was ich gerade mit Ihnen getan habe, nämlich, dass ich sage, das tut mir aber, und dann frage ich Sie, was kommt als nächstes Wort. Und so mache ich das jetzt für jedes Wort in einer Wortsequenz. Und dann kann ich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit bestimmen, mit der Sie in Ihrem Kopf ein bestimmtes Wort jeweils prädizieren. Und diese Guessing Games wurden gemacht und man hat also festgestellt, dass tatsächlich mit relativ erstaunlich hoher Wahrscheinlichkeit man die richtigen Sachen erraten kann. Eine Sache, die man dann seinerzeit bei IBM tat, mit 1,5 Millionen Wörtern in einer Trainingsdatenbasis, dass man einfach solche Sequenzen berechnet hat. Also man hat also gesagt, wie wahrscheinlich ist eine bestimmte Wortsequenz und festgestellt, dass er mit 23% der Trigramme fehlten. Aber man kann einen 10-Wort-Satz im Wesentlichen wieder rekonstruieren. Also wenn ich einen Satz mit 10 Wörtern her produziere und alle Wörter durcheinander lege und ich benutze jetzt aber die Wahrscheinlichkeiten der Wortsequenzen, kann ich mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit den Satz wieder rekonstruieren. Also Bag of Words mit einem Language Model kann ich wieder zurückverwandeln in den tatsächlichen Satz. Das haben die mit so einer kleinen Datenbasis schon feststellen können, dass man in 63% der Fälle den Satz perfekt wieder rekonstruieren kann. 79% der Fälle in einer Weise, wo die Bedeutung erhalten blieb. Das heißt, Language-Modelle, ein ganz einfaches statistisches Language-Model, das im Wesentlichen trainiert, nur feststellt, wie häufig ist eine Sequenz von 2, 3 Wörtern über große Datenmengen, enthält so viel Information über den linguistischen Kontext, der sowohl syntaktischen Kontext beinhaltet, also welche grammatikalischen Formulierungen kommen so in der Sequenz vor, als auch semantischen Inhalt. Das heißt, bestimmte Wortsequenzen sind natürlich viel wahrscheinlicher semantisch. Ja? Weißes Haus ist eine relativ
Und da kommen dann Sequenzen da zusammen, wo sie nicht nur Syntax kodieren, sondern auch Bedeutung, weil es sich natürlich an den Texten der echten Welt orientiert. Hier sind so ein paar Beispiele aus diesen frühen Experimenten von IBM, dass man sagte, I expect that the output will improve with experience, wurde perfekt rekonstruiert und Sie sehen, in den meisten Fällen kommen da gute Sachen dabei raus. Okay, und damit ist man eigentlich schon bei dem einfachsten Modell, Language zu modellieren, das sogenannte Trigramm oder Bigramm oder Monogramm. Was mache ich? Es ist ganz einfach so, dass natürlich, wenn Sie nichts über die Linguistik wissen, es auf jeden Fall schon mal besser ist, eine Wortfrequenztabelle zu haben. Also Goldhamster ist wahrscheinlich unwahrscheinlicher als der Artikel the oder ich oder der. Also solche Wörter kommen halt häufiger vor. Das heißt, wenn ich überhaupt keinen Kontext habe, dann habe ich einfach eine Wortfrequenztabelle, die mir schon die Prädiktion verbessert. Besser noch ist, dass ich meine Prädiktion basierend auf dem Vorgängerwort mache mit dem Kontext. Das wäre ein sogenanntes Bigramm, nämlich wie wahrscheinlich ist das Wort W, gegeben, dass davor aber kam. Nun, aber und W muss nicht sein. Also besser wäre, ich verbreite meinen Kontext noch weiter und ich sage, das tut mir aber. Wenn ich also 2, 3 Wörter davor gehe, wird natürlich meine Prädiktion immer besser. Das heißt, ich möchte sozusagen die Vorhersage, die Prädiktion des nächsten Wortes aus einem Kontext machen, der so groß wie möglich ist. Nun, das Problem mit einem Kontext, der so groß wie möglich ist, ist natürlich der, dass ich die auch irgendwie schätzen muss. Wie kriege ich eine Tabelle, die das nächste Wort prädiziert, gegeben die letzten 5 Wörter? Das heißt, dann muss ich also exponentiell viele Wörter schon haben und gesehen haben, um die entsprechenden Frequenzen richtig schätzen zu können. Und das geht in der Regel natürlich nicht. Das heißt, man hat sozusagen hier einen Trade-off zwischen der Datenmenge, die ich habe, um die Frequenzen zu schätzen, und dem Kontext, den ich so groß wie möglich machen möchte. Okay. Das heißt, was wir zunächst mal hier tun, ist, wir wollen den Kontext so breit wie möglich machen und dann die Prädiktion so gut wie möglich zu machen, aber Sie müssen diese Prädiktionswahrscheinlichkeiten auch richtig schätzen können. Zweite, was wir uns eigentlich anschauen müssen, ist natürlich auch die Güte der Prädiktion oder die Einschränkung oder die Prädiktionsfähigkeit, weil sie letztendlich auch ein Ausdruck ist für die Schwierigkeit der Aufgabe. Und das geht jetzt für die maschinelle Übersetzung, also auch für die Spracherkennung, für viele Aufgaben. Mit anderen Worten, wie prädiktiv ist denn nun ein bestimmtes Modell? Wenn ich einen Spracherkenner baue und ich möchte feststellen, wie gut, wenn ich sage, das tut mir aber leid, und Sie erkennen das richtig, dann ist die Frage, war das jetzt sehr schwer? Und wenn die Prädiktion sehr einfach ist, wenn Sie also relativ gut vorhersagen können, dass als nächstes Wort das Wort Leid kommt, dann ist natürlich die Spracherkennungsaufgabe einfacher, weil Sie im Durchschnitt unter weniger Wörtern auswählen müssen, statistisch gesprochen. Wenn ich sage, der Name der Person ist und das kann das gesamte Telefonbuch sein, dann ist die Erkennungsaufgabe schwieriger, weil Sie unter mehr Wörtern aussuchen müssen. Was wir also brauchen, ist irgendwo ein durchschnittliches Maß des Verzweigungsgrades meines Hypothesenraumes. Also wie vielen Möglichkeiten muss ich jeweils auswählen. Und das Ganze kann man sich statistisch in der Theorie anschauen, und das ist etwas, was Sie verstehen sollten, auch für die Prüfungen. Nennt sich Perplexität, und das hat was mit Entropie zu tun. Also mit anderen Worten, was ist Entropie? Entropie ist ein Maß der Information. Und wenn ich jetzt hier stehe und sage, das tut mir aber, und Sie überlegen jetzt im Kopf, was kommt als nächstes, und ich sage Ihnen W, dann habe ich Ihnen nicht allzu viel Information geliefert. Also der Informationsinhalt, den ich Ihnen gegeben habe, ist relativ klein, weil es ja eigentlich nur 2 Wörter gibt, die sinnvollerweise jetzt kommen könnten. Bei Namen ist es wieder ganz anders, da ist die Entropie sehr hoch, weil ich natürlich viele Möglichkeiten habe und viele Wörter. Wenn ich also eine Aufgabe habe in der Spracherkennung, die sehr gut prädizierbar ist, sollte die Entropie, die Information, die kommt, wenn neue Wörter dazukommen, kleiner sein. Und bei Sachen, die sehr aufwendig sind oder wo ich das nicht gut prädizieren kann, brauche ich jedes Wort für mehr Information. Und genau das leiten wir uns jetzt hier ab. Zunächst mal ist die Güte eines Language Models, also ein Language Model, das in Ihrem Kopf ist und recht gut vorhersagen, wenn Sie hell sehen könnten
so wissen könnten, was aus ihrem Munde als nächstes kommt, dann haben sie ein sehr prädiktives Modell, ein sehr gutes Modell. Und wenn sie das nicht können, dann eben nicht. Und so ist es ja bei Familienmitgliedern. Wenn sie einem Familienmitglied zuhören, dann kann der nuscheln, wie er will, und sie verstehen das trotzdem noch, weil sie ein sehr gutes Modell der Sprache der anderen Person haben. Wenn sie die Person nicht gut kennen, ist das nicht der Fall und ihr Modell ist nicht so gut. Das heißt, wir brauchen die Güte eines Modells ist letztendlich die Wahrscheinlichkeit, mit der wir einen generierten Testkorpus tatsächlich produzieren können. Also ein Language Model ist besser als eine Alternative, wenn die Wahrscheinlichkeit P von W1 bis Wn, mit der es diesen Testkorpus W produzieren wird, größer ist. Das können wir nun umschreiben. Die Wahrscheinlichkeit meiner Wortsequenz W1 bis Wn lässt sich umschreiben als das Produkt der bedingten Wahrscheinlichkeiten. Das lässt sich sehr einfach durch Bayes-Regel ableiten. Das Produkt der Prädiktion des nächsten Wortes gegeben der Kontext. Und wenn ich die alle aufmultipliziere, bekomme ich die Wahrscheinlichkeit der gesamten Sequenz. Können Sie sich zu Hause mal nachvollziehen. Also wenn ich das einfach nur umschreibe und ich sage, ich bekomme jetzt hier die Wahrscheinlichkeit der Prädiktion des Wortes WI, gegeben der Kontext von W1 bis WI-1, und das Ganze aufmultipliziert von 1 bis N. Nun, ein Qualitätsmaß ist daher zu sagen, wenn ich die Wahrscheinlichkeit entsprechend mit guter Wahrscheinlichkeit das jeweils prädiziere, dann wäre ein Qualitätsmaß diese Log Probability, dadurch, dass ich den Logarithmus ziehe, verändert sich ja nicht und nicht das Ganze, dann natürlich der Ausdruck, den ich hier oben habe, vereinfacht. Das heißt, anstelle des Produktes habe ich jetzt die Summe und ich habe dann 1 durch N davor stehen und denselben Ausdruck hier daneben. Nun, diesen Ausdruck hier, der wird vielleicht jetzt schon sehen, dass das im Wesentlichen schon der Ausdruck für die Entropie ist. Das heißt, wir sehen, wir haben hier eigentlich den Ausdruck dafür, wie viel Information oder wie gut mein Modell ist, die nächsten Wörter zu prädizieren. Wir können uns das im Beispiel mal kurz anschauen. Wenn wir uns zum Beispiel als Prädiktionsmodell ein Modell vorstellen, wo alle Möglichkeiten gleich wahrscheinlich sind. Ich habe also ein Vokabular von V Wörtern und ich habe null Informationen, also jedes Wort ist, oder zumindest jedes Wort ist gleich wahrscheinlich. Wenn an jeder Stelle jedes von den V-Wörtern vorkommen könnte, dann wäre meine Wahrscheinlichkeit, das Wort WI zu prädizieren, gegeben der Kontext 1 durch V. Und wenn ich das jetzt nun einsetze in die Formel, die wir hier gerade hatten, also hier für das Q von WI gegeben der Kontext 1 durch V einsetze, dann bekomme ich hier 2 hoch H von W, diese Entropie, die ich dann hier berechnen kann, wenn ich das hier einsetze und dann also 1 durch V hier einsetze, aufsummiere, dann bekomme ich ja hier als Durchschnitt diese 1 durch V und wenn ich das jetzt hier 2 hoch Logarithmus von V berechne, dann bekomme ich hier V als Ergebnis. Und was bedeutet das alles? Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit 1 durch V prädiziere ich das nächste Wort. Und dann, wenn ich 2 hoch dieser Entropie berechne, bekomme ich als Wert V und es ist mein durchschnittlicher Zweigungsgrad. Und das passt eigentlich auch schon in unsere Intuition, wenn alle Wörter gleich wahrscheinlich sind und ich an jeder Stelle mit 1 durch V eins von diesen V-Wörtern erwarte, dann ist mein durchschnittlicher Verzweigungsgrad V und damit eben auch meine Perplexität, mein Verzweigungsgrad meines Suchraumes eben V. Das heißt, ich habe ein Problem, das im Wesentlichen an jeder Stelle unter V unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen muss. Das Schöne an dem Ausdruck ist, dass ich eigentlich nichts über den Inhalt oder so wissen muss. Also der ist rein statistisch, dass ich an jeder Stelle im Wesentlichen im Durchschnitt berechnen kann, wie schwierig ist dieser Verzweigungsgrad, wie groß ist der durchschnittliche Verzweigungsgrad meiner Aufgabe, wie schwierig ist im Durchschnitt die Erkennung hier durchzuführen. Und deshalb nennt sich das Ganze Perplexität und ist ein Maß, das wir immer benutzen, um eben auch die Güte oder den Schwierigkeitsgrad unserer Erkennungsaufgabe zu berechnen. Perplexität ist damit ein Branching-Faktor. Man muss jetzt nur aufpassen,
dass das nicht ein arithmetischer Durchschnitt ist, sondern ein geometrischer. Das heißt, wir haben das ganze Jahr durch Multiplikation berechnet. Das heißt, wir haben das geometrische Mittel der Verzweigungen über die verschiedenen Auswahlpunkte bei der Erkennung. Nun wollen wir uns mal anschauen, wie groß ist der denn im Durchschnitt? Ich kann jetzt nur die Perplexität berechnen anhand von großen Datenmengen. Wenn ich Zeitungen lese, wie groß ist der Verzweigungsgrad? Von Ihnen als Mensch oder von unseren Maschinen, wenn Sie Bigramme berechnen oder Trigramme berechnen? Wie groß ist die durchschnittliche Auswahlmöglichkeit, die ich brauche? Und da sehen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Conference Registration machen mit Bigrammen, dann ist die durchschnittliche Perplexität 7. Resource Management, okay, das muss ich nicht erklären. Wall Street Journal, nehmen wir das mal her. Das ist eine Tageszeitung. Wall Street Journal ist eine der größten Business-Zeitungen in den USA. Und wenn Sie jetzt fragen, wie groß ist der durchschnittliche Verzweigungsgrad bei Wall Street Journal, wenn ich nur mit Bigrammen arbeite, also Bigramme, die nur das Vorgängerwort als Kontext haben, wie groß ist dann der durchschnittliche Verzweigungsgrad nach dieser statistischen Überlegung? Und es kommt heraus 160, was eigentlich sehr erstaunlich ist, denn die Vokabulargröße bei Wall Street Journal ist ja eher bei 60.000 Wörtern oder so, das ist also großes Vokabular, aber die Prädiktionsfähigkeit von Zeitungstexten ist tatsächlich so groß, dass der durchschnittliche Verzweigungsgrad an jeder Stelle, gegeben, dass Sie ein Bigramm nur als Language Model benutzen, schon nur noch 160 ist. Wenn ich nun ein Trigramm hernehme und sage, ich betrachte nicht nur das Vorgängerwort als Kontext, sondern die zwei davorliegenden Wörter, reduziert sich der durchschnittliche Verzweigungsgrad sogar auf nur 130. Das heißt, im Durchschnitt müssen wir mit unserem Spracherkenner eigentlich nur im Durchschnitt, sage ich nochmal, zwischen 130 Wörtern aussuchen. Das heißt, unsere Akustik muss weniger leisten, wenn mein Language Model eben entsprechend gut prädiktiv ist. Und das bekomme ich natürlich durch mehr Kontext. In der Zwischenzeit bei Google und anderen großen Firmen, die natürlich jede Menge Daten haben, um damit gigantische Language Modelle zu trainieren, ist man inzwischen bei 5 Grammen oder 6 Grammen und 7 Grammen, wo man also gigantische Netze jeweils oder Prädiktionen trainieren kann, die dann entsprechend natürlich besser prädizieren. Okay. Das heißt, wir sehen jetzt zum Beispiel in unserem Beispiel hier unten die Perplexität von etwas, was sich hier auf diese Weise einteilt, also im Durchschnitt. Die Wahrscheinlichkeiten haben natürlich Einfluss auf diese Perplexitäten. Die Perplexität links ist größer als die Perplexität rechts, weil natürlich die Selektivität hier links größer ist als rechts. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass das Ganze sich nun vermischt. Perplexität alleine sagt Ihnen nicht, wie gut der Erkenner nachher tatsächlich funktioniert, denn das Ganze muss natürlich noch kombiniert werden mit der Akustik, wie gut die Akustik tatsächlich leisten kann. Wenn also auf der einen Seite Sie links eine niedrigere Perplexität haben, aber auf der anderen Seite Wörter haben wie in und in, die wesentlich verwechselbarer sind als rechts, January, Cleopatra, Mercedes-Benz, dann ist natürlich das rechts einfacher wieder, einfach wegen der Akustik, auch wenn das Language Model in dem Fall schwieriger ist. Okay, soweit zu Language Models. Sind da noch Fragen dazu? Das sind sogenannte statistische Language Models. Statistische Language Models sind sozusagen Grundnahrung. Ja, das ist also ganz wichtig, dass man das weiß. Die enthalten viel, sind sehr einfach zu berechnen, sehr einfach vorzustellen, aber sind sehr leistungsstark, weil sie tatsächlich viel der Semantik und der Syntax von Sprache mitkodieren. Nun haben Language Models, so wie ich sie besprochen habe, als Bigramme, Trigramme, baut man ja im Wesentlichen große Matrizen. Indem ich sage, wie häufig kommt das Wort Leid vor, nachdem ich davor aber und davor mir und so weiter gesehen habe. Und je mehr Kontext ich haben will, umso größere Matrizen muss ich trainieren. Das Problem damit ist, dass ich sehr schnell natürlich mir die Daten ausgehen, denn diese Matrizen werden sehr leer. Das heißt, sobald ich schon mit Kontext von 4, 5 habe, sind die meisten Kombinationen von Wörtern mit Nullen besetzt, wo sie nie das gesehen haben. Das heißt, wir brauchen Interpolationstechniken, die dann vernünftige Wahrscheinlichkeiten berechnen. Interpolationstechniken gibt es daher eine ganze Reihe, wie man also Language Models schätzt, auch wenn ich die Daten oder in meiner Datenbasis nie einen solchen Fall gesehen habe. Eine Alternative
zu Interpolationsverfahren in der Statistik ist das Ganze auch mit neuronalen Netzen zu machen. Das heißt, was sich hier sehr gut auszeichnet, sind entweder so Feed-Forward-Netze zu benutzen wie Links, wie wir sie schon kennengelernt haben, um zum Beispiel die Zukunft vorherzusagen, die nächsten Wörter, oder man trainiert rekurrente Netze, bei der wir auf der rechten Seite wir in der Ausgabe auch wieder hoffen, die Zukunft vorhersagen zu können mit Hilfe der Vergangenheit, aber wir bauen uns jetzt noch solche Zustände ein, die letztendlich die Vergangenheit hoffentlich besser modellieren. Und auch das ist ein Trick, der zunehmend populärer wird in vielen Aufgaben, denen ich Ihnen auch ein bisschen näher bringen möchte. Nun, rekurrente Netze sind heute auch wieder die große Mode. Überall, wenn Sie heute irgendwas aufschlagen, künstliche Intelligenz, da redet man meistens von unseren Convolutional Networks oder man redet von rekurrenten Netzen. Und in beiden Fällen hat man natürlich Modelle, die heute mit entsprechenden Daten sehr leistungsstark sind. Damals, die ersten Modelle in den 80er, 90er Jahren, waren schon in dieser Weise rekurrent, aber waren sehr schwierig zu trainieren aus Ermangelung von Rechenzeit. Da gab es also zwei Modelle, die sogenannten Elman-Netze hatten Rekurrenzen in den Hidden Layers und sogenannte Jordan-Netze haben dann Rekurrenzen auf den Ausgabe-Layers jeweils mitbenutzt, wo man die Ausgabe wieder durch eine Feedback-Schleife in die Hidden Layers mit eingeführt hat. Nun, die Idee bei der ganzen Sache von rekurrenten Netzen ist, dass man im Wesentlichen den Zustand von den Hidden Units oder den Zustand von den Ausgabe-Units der Vergangenheit wiederverwendet in der Zukunft. Ich möchte also sozusagen einen Zustandsautomaten automatisch trainieren, der mir im Wesentlichen Wissen erhält aus der Vergangenheit und das in die Zukunft mit hineinzieht. Den Kontext in dieser Weise mit einzubeziehen, macht natürlich auch ein Time Delay Neural Network, wie wir das kennengelernt haben, aber es macht das expliziter. Das Time Delay betrachtet ganz konkret den direkten Kontext der Hidden Units und der Eingabe Units, wohingegen bei einem rekurrenten Netz die Hoffnung ist, dass man auch länger Kontexte, die eine längere Distanz schon vorliegen, auch durch diese Zustände entsprechend modellieren kann. Nun bauen kann man die da ganz ähnlich wie bei den Time-Delay-Neural-Networks auch da wieder durch einen Trick, nämlich dass man sich diese Rekurrenzen ausmalt sozusagen, ausrollt. Das heißt, wir haben dann so ausgerollte neuronale Netze, die im Wesentlichen unterschiedliche Zustandszeitpunkte aufmalen. Und das Ganze können wir dann auch wieder durch ein Feed-Forward-Pass, also Forward und Backwards mit Backpropagation trainieren, müssen dann aber auch da wieder Acht geben, dass wir die Kopien der Netze, die ja nur ausgerollte Varianten desselben Netzes sind, dann eben auch hier wieder durch Mitteln oder Zusammenaddieren der entsprechenden Gradienten gleichhalten. Wer weiß nicht, wie man eine Wortfehlerrate berechnet in einem Spracherkenner? Wer weiß, wie man eine Spracherkennung, wie man eine Wortfehlerrate berechnet? Also der Sieg der Meinungslosen. 80% haben keine Meinung. Also dann in einem Satz ganz einfach, die bei der Berechnung, wir haben gesehen, Perplexität sagt mir, wie schwierig die Aufgabe ist, aber eine Fehlerrate müssen wir auch berechnen und die berechnet man anhand einer Referenzdatenbasis im Spracherkenner. Und eine Referenz ist natürlich deshalb nicht so einfach, denn wenn ich jetzt sage, ich habe 10 Wörter in meiner Referenz und ich produziere das gesamte Vokabular 10-mal, dann würde ich ja nie einen Fehler machen, weil jedes Wort richtig vorgekommen ist. Das kann natürlich nicht sein. Ich muss also alle drei Fehlertypen mitberechnen, Einfügefehler, Löschfehler, Substitutionsfehler, und so dass die Art und Weise, wie man Fehlerraten berechnet, dass man die Einfügefehler, die Löschfehler und die Substitutionsfehler zusammenaddiert und dann durch die Zahl der Wörter in der Referenz teilt. Also nicht besonders schwer, Sie brauchen eine Referenzdatenbasis und müssen dann zählen, wie viele Einfügefehler, Löschfehler und Substitutionsfehler Sie gemacht haben, und dann können Sie die Wortfehlerrate berechnen. Man beachte, dass diese Wortfehlerrate größer als 100% sein kann. Denn ich kann ja beliebig viele Einfügefehler produzieren und dann durch n teilen und eine Zahl bekommen, die größer als 100% ist. Also ein sehr konservatives Maß, das nur dann gut aussieht, wenn ich also wirklich alle Typen von Fehler vermeide.
Okay, auch das haben wir besprochen, dass natürlich die Faktoren aus unterschiedlichen Gründen herkommen können, warum Spracherkenner entsprechend besser oder schlechter sind. Machen wir also hier weiter. Und die Frage ist auch, wie gut müssen Spracherkenner grundsätzlich sein in Form von Fehlerraten? Da ist zu sagen, dass das Ganze natürlich davon abhängt, was Sie damit versuchen zu tun. Wenn Sie zum Beispiel Übersetzung versuchen zu tun, so wie wir das in unserem Vorlesungsübersetzer unternehmen, da sagen wir, dass man ungefähr eine Fehlerrate von besser als 15% braucht, sonst macht das keinen Sinn. Wenn Sie Fehlerraten von 20% und 30% haben, dann sind die Wörter so falsch, dass Übersetzung natürlich nur verwirrend ist. Wenn Sie unter 15%, unter 10% oder unter 5% sind, dann fängt das an, Sinn zu machen und Sie können dann anfangen, tatsächlich die Übersetzungen auch entsprechend zu verstehen. Diese Fehlerraten rechts hier bitte ignorieren, die sind inzwischen besser geworden. Man kann inzwischen bessere Fehlerraten produzieren, aber Sie sehen auch hier, wie unterschiedliche Aufgaben auch unterschiedlich schwierig sein können, auch wenn alle natürlich jetzt ein bisschen besser skalieren. Wir sehen aber auch auf der anderen Seite hier, dass wenn wir zum Beispiel Retrieval, Information Retrieval oder Analytics machen wollen, man mit erstaunlich hohen Fehlerraten trotzdem zurechtkommen kann. Also wenn es sich nur darum dreht, eine Webseite zu finden durch eine Sprachanfrage. Also wenn Sie mit Siri sagen, ich möchte jetzt irgendwie wissen, welche Kinofilme laufen, da brauchen Sie gar nicht große Spracherkennungsgenauigkeit, weil mit Retrieval, die Retrieval Accuracy schon eine relativ hohe Fehlerrate genügt, um gute Ergebnisse zu erzielen. Das heißt also, Fehlerraten, die Sie brauchen, hängen von Ihrer Anwendung ab. Okay, nun gibt es natürlich da viele Aufgaben, möchte ich jetzt nicht erörtern. Ein wichtiger Bereich in der ganzen Aufgabe mit Spracherkennung, Sprachverarbeitung ist natürlich, was mache ich damit? Wir machen Übersetzungen mit der Sprache, aber eine andere Typ oder andere Klasse von Aufgaben ist zum Beispiel sogenannte Voice Agent zu bauen, Agenten, Roboter, mit denen Sie sich unterhalten können. Also Ihr Amazon Echo, Ihr Siri, Ihr humanoider Roboter, das sind alles intelligente, sage ich mal so, Agenten, mit denen Sie hoffentlich reden können. Und um solchen Agenten zu bauen, mit dem Sie reden können, reicht es nicht nur, die Sprache zu erkennen, also die Sprache zu transkribieren, sondern Sie müssen sie auch verstehen. Das heißt, wir haben dann hinter der Spracherkennung, die das Ganze transkribiert in Wörtern, wenn also die Person sagt, I'd like to, I want to, want to post this picture. Wenn Sie also so einen Satz haben, dann ist der spontan ausgesprochen und selbst wenn Sie den hundertprozentig richtig erkannt haben, müssen Sie den jetzt erstmal verstehen. Was will die Person? Das Ganze nennt sich Spoken Language Understanding, wo Sie aus diesem Kauderwelsch jetzt die wichtigen Nuggets raussuchen. Ich kann ja auch sagen, I'd like to post this picture, I want to, could you help me, I want to post the picture. Das heißt, Sie haben viele Varianten, die Sie sich vorstellen können, wie Sie dasselbe ausdrücken können, durch unterschiedliche Wortsequenzen, die dasselbe bedeuten. Das heißt, Sie brauchen eine Abbildung der Wortsequenz auf eine sogenannte semantische Repräsentation, die sagt, was der Inhalt oder Bedeutung dieses Satzes ist. Spoken Language Understanding tut das. Man macht das bei solchen Aufgaben wie Siri und Echo durch semantische Repräsentationen, die gemappt werden von den Wörtern, die aus der Spracherkennung herauskommen. Dieses Mapping wird entweder durch Statistik oder auch wieder durch neuronale Netze gemacht. Im Hintergrund läuft ein Backend, dass das Ganze dann umwandelt in Kommandos, in tatsächliche Anfragen an den Rechner, um bestimmte Informationen oder Aktionen entsprechend auszulösen. Auch interessant sind die sozialen Graphen oder Emotionen, die man mit betrachten will, denn je nachdem, mit welcher Emotion Sie etwas ausdrücken, kann ein Satz was Unterschiedliches bedeuten. Ja, je nachdem, ob ich etwas mit Traurigkeit sage oder mit Enthusiasmus und so weiter, bedeutet es etwas anderes. Die Anfrage ist etwas anderes. Das heißt, auch Emotionserkennung ist etwas, was wir in der Sprache machen können. Wir können das Sprachsignal hernehmen und versuchen festzustellen, war das jetzt fröhliche Sprache, traurige Sprache, verärgerte Sprache und so weiter. Und hierfür gibt es auch eine Reihe von Publikationen, wie man das machen kann. Ein weiterer Bereich in der ganzen Sprachverarbeitung ist dann auch noch die Frage,
wie man Dialogführung macht. In vielen Anfragen ist es einfach nur eine Anfrage, zeig mir die nächste Pizzabude. Wenn es aber 10 Pizzabuden in derselben Distanz gibt, dann könnte ja vielleicht Ihr Echo oder Ihr Amazon auf die oder Ihr Siri auf die Idee kommen zu sagen, ja, welche denn? Darf sie teuer sein? Soll sie billig sein? Soll sie, was weiß ich, Pizzas mit Anchovies liefern können oder nicht und was auch immer. Das heißt, Sie haben dann mögliche Einschränkungen, von denen Sie gar nicht wissen. Das heißt, Ihr Dialogsystem könnte eine Rückfrage stellen, um die Unterspezifizierung Ihrer Anfrage entsprechend aufzulösen. Oder ich möchte gerne essen gehen. Also, ja, soll es jetzt Pizza sein? Soll es ein französisches Restaurant? Soll es romantisch sein? Soll es effizient sein, soll es teuer sein, soll es billig sein, keine Ahnung, hängt von der Situation ab. Das heißt, ein System soll dann eine Rückfrage stellen, sagen, welchen Typ hätten Sie denn gern, welche Küche hätten Sie gerne, welche Preisklasse darf es sein, und all das muss sprachlich wiedergegeben werden durch eine sogenannte Clarification oder durch eine Dialogführung, die ein solches System auch leisten muss. Heutzutage, man hat das bisher gemacht mit teilweise Grammatiken oder mit symbolischen Ansätzen. Auch hier kommen heutzutage eigentlich durchweg inzwischen nur noch neuronale Netze zum Tragen. Wie geht man da vor? Man benutzt also auch hier wieder Reinforcement Learning oder Prädiktionsalgorithmen, die Wortsequenzen abbilden auf Semantik und dann in der Dialogführung tatsächlich auch entsprechende Anfragen jeweils produzieren. Okay, kommen wir jetzt noch zur Frage der, also hier ist nochmal eine Liste von all den Aufgaben. Wir haben jetzt in der Vorlesung bisher eigentlich immer nur Spracherkennung kennengelernt, wo es sich darum dreht, Akustik in Text umzuwandeln. Und die Algorithmen, die wir dabei kennengelernt haben, neuronale Netze, Hidden Markov-Modelle, Klassifikation, generative Modelle, Perplexität, Convolutional Time Delay Neural Networks, rekurrente Netze, all diese Ansätze sind die Ansätze, mit denen man jetzt eine ganze Reihe von Aufgaben lösen kann. Das ist also nicht, dass wir nur auf Spracherkennung jetzt hier versessen sehen, sondern Ihnen einfach auch die Algorithmen näher bringen wollen, mit denen Sie jetzt viele solche Sachen in Angriff nehmen können. Eine Aufgabe, die ich Ihnen noch zeigen möchte, weil sie tatsächlich noch zu Varianten führt, ist die maschinelle Übersetzung. Bei der maschinellen Übersetzung ist es insofern interessant, weil wir einen Satz in der einen Sprache in einen Satz in der anderen Sprache übersetzen und es natürlich bei der Übersetzung so ist, dass wir möglicherweise mehrere Übersetzungen produzieren können, die alle richtig sind. Das heißt, da gibt es keine direkte Referenz, die eindeutig ist. Das Zweite ist, da gibt es unterschiedliche Ansätze, die man versucht hat. Im einfachsten Fall ist der sogenannte direkte Ansatz, wo wir versuchen, eine Wortsequenz direkt in Wortsequenzen in der anderen Sprache abzubilden. Oder man kann verschiedene Hierarchien der Abstraktion wählen, um zu versuchen, eine Abbildung in die andere Sprache durch diese Abstraktion zu liefern. Der sogenannte Transferansatz zum Beispiel verwandelt erstmal einen Satz in einen Syntaxbaum, in eine syntaktische Struktur. Und in dieser syntaktischen Struktur gucken Sie dann in einem Lexikon nach, wie die jeweiligen Wörter sich übersetzen, und Sie transferieren, daher der Name auch, den Syntaxbaum in einen Syntaxbaum der Zielsprache und setzen dort in der Zielsprache die entsprechenden Wörter ein und generieren einen Satz. Den ganzen Ansatz kann man noch weiter verfolgen, indem man sagt, man geht auf eine Interlingua-Basis. Eine Interlingua ist eine semantische Repräsentation. Stellen Sie sich also vor, das ist die Idee, das ist das Konzept Ihres Satzes. Wenn ich sage, ich will mal eine Pizza bitte, oder ich hätte gerne eine Pizza, ich würde gerne eine Pizza bestellen, dann ist die Idee Wunsch Pizza. Ja? Also das Konzept dahinter, das semantische Konzept, ist jetzt nun losgelöst von der tatsächlichen Realisierung in der Eingabesprache oder in der Zielsprache. Nun, wenn es uns gelingen könnte, eine solche semantische Repräsentation des Gesagten zu produzieren, dann könnte man natürlich eine viel größere Variationsbreite von Sätzen damit abdecken. Und vor allem wäre es in dem Fall möglich, auch Sprachen über Kreuz jeweils zu kombinieren. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, ich habe einen Übersetzer, der Englisch-Spanisch übersetzen kann und einen Übersetzer, der Englisch-Französisch übersetzen kann, haben Sie immer noch nicht Spanisch-Französisch.
Wenn ich dagegen eine semantische Repräsentation als Zwischensprache hätte, eine Interlingua, dann wäre es ja möglich, erstmal in diese Interlingua reinzugehen und dann von der dann also in beliebigen Sprachen wieder rauszukommen. Also Französisch, Spanisch, Englisch, Japanisch, Chinesisch und so weiter. Denn die Bedeutung des Gesagten ist dasselbe in jeder Sprache. Aus diesem Grunde ist Interlingua sehr interessant und man hat das auch relativ frühzeitig in der Geschichte der maschinellen Übersetzung versucht. Allerdings ist das große Problem bei der Interlingua der, dass ich das irgendwo ja diese Semantik erstmal definieren muss und dann brauche ich komplexe Algorithmen, die mir die Eingabesprache in diese Semantik erstmal verwandeln. Aus dem Grunde ist man davon wieder weggekommen über die Zeit hinweg und hat sich statistische Modelle überlegt, die das zunächst mal direkt machen. Und bei den direkten statistischen Modellen wendet man wieder, wie bei der Spracherkennung, Bayes-Regel an, indem ich sage, meine Ausgabesprache ist jetzt irgendwas Zufälliges, mit dem ich mit einer Wahrscheinlichkeit versuche, vorherzusagen, den Satz in der Zielsprache, gegeben der Satz in der Eingabesprache. Und ich suche über alle möglichen Übersetzungsmöglichkeiten, auch hier wieder den argmax, die wahrscheinlichste Übersetzung dieses Satzes, wähle ich mir aus. Und wenn ich das jetzt wieder einsetze und Bayes-Regel berechne, dann bekomme ich hier wieder, wie in der Spracherkennung, eine a priori Wahrscheinlichkeit und eine klassenbedingte Wahrscheinlichkeit. Nun, was ist die a priori Wahrscheinlichkeit? Ist die Wahrscheinlichkeit der Wortsequenz, P von E, wie wahrscheinlich sind die Wörter hintereinander? Und das haben wir gerade besprochen. Das ist mein Language Model. Nichts anderes wie in der Spracherkennung. Und das andere Modell, P von F gegeben E, das ist nun etwas anderes. Das ist natürlich kein akustisches Modell, sondern in der Übersetzung ist das ein Translation Model, ein Übersetzungsmodell. Stellen Sie sich das also so vor wie ein Lexikon mit Wahrscheinlichkeiten dran. Wie wahrscheinlich ist es, dass das Wort Bank als Bank übersetzt wird oder wie wahrscheinlich ist es, dass es als Ufer übersetzt wird? Also Bank im Englischen kann ja zwei Sachen bedeuten. Das ist die Financial Institution or the side of the river bank. Oder im Deutschen ja auch. Bank kann ja die Bank sein, wo Sie Geld deponieren oder die Bank, auf der Sie sitzen. Wir haben also unterschiedliche Bedeutungen und jedes Lexikon hat mehrere Übersetzungen und die haben unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, sie haben mit anderen Worten eine Wahrscheinlichkeitstabelle von unterschiedlichen Übersetzungswahrscheinlichkeiten P von F von E. Statistische Übersetzung funktioniert daher genau so. Die modernen statistischen Übersetzer sind etwas komplizierter. Die sind also nicht nur Lexikon und Language Model, sondern die haben Umordnungsmodelle und Art-of-Speech-Modelle und, um entsprechend bessere Leistungsfähigkeit zu erstellen. Okay, das sind also nur statistische Übersetzungsmodelle. Die Frage ist, ist auch hier neuronale Netze wieder am Anmarsch? Die Antwort ist ja, und das ist letztes Jahr passiert, erst vor anderthalb Jahren oder so, 1 bis 2 Jahren, dass man hat die gesamte Gemeinde nur statistische Übersetzungen gemacht, weil sie so gut funktioniert und weil man sie datengetrieben trainieren kann. Dann müssen sie nichts definieren. Sie trainieren das einfach an parallelen Corpora. Das sollte ich vielleicht noch dazu gesagt haben. Solche Modelle werden natürlich dadurch trainiert, indem ich viele übersetzte Sätze habe. Ich habe also einen großen Korpus von Eingabesätzen, die in eine andere Sprache übersetzt worden sind. Und dann habe ich Trainingsalgorithmen, wie bei der Spracherkennung, die im Wesentlichen die Übersetzung jeweils trainieren, die Translation Models und die Language Models. Nun, wie geht das mit neuronalen Netzen? Nun, neuronale Netze waren da zunächst mal, sind auch datengetrieben, aber man wusste nicht, wie man neuronale Netze hier einsetzt. Und das ist erst in den letzten 1-2 Jahren passiert, mit ähnlicher Vehemenz und mit ähnlicher entsprechend guter Qualität, will ich Ihnen hier geschwind zeigen. Und zwar, so hier. Was man bei der Übersetzung macht mit neuronalen Netzen, ist, anstelle das Ganze in ein Übersetzungsmodell und ein Language Model wieder aufzuteilen nach Bayes-Regel, was man hier macht, ist ein rekurrentes Netz als ein Encoder zu bauen und ein rekurrentes Netz als ein Decoder. Mit anderen Worten, ich nehme mir ein rekurrentes Netz her, trainiere das, den gesamten Satz zu absorbieren und in einen sogenannten Kontextvektor zu repräsentieren. Und dieser Kontextvektor wird wieder durch ein zweites rekurrentes neuronales Netz wieder dekodiert und produziert die Sequenz der Wörter in der Zielsprache. Zunächst mal klingt das wie Magie und unglaublich.
funktioniert aber in der Tat, dass tatsächlich vernünftige Wörter jeweils herauskommen. Also ein solches Encoder-Decoder-Modell ist das, was man da versucht hat. Allerdings hatte es ein großes Problem, dass man bei den rekurrenten Netzen natürlich sich hauptsächlich an die letzten paar Worte erinnert und nicht an längerfristigen Kontext. Rekurrenz bedeutet ja, dass ich immer wieder neue Sachen aufnehme und dann die vergangenen Zustände mit reinführe. Aber mein Gedächtnis der Vergangenheit nimmt natürlich ab, weil das ein rekurrente Wahrscheinlichkeiten sind, die natürlich immer niedriger werden, je länger der Kontext nun in den Hintergrund tritt. Das ist natürlich in der Übersetzung ein Problem, denn wie wir ja schon gesehen haben, im Deutschen kann da durchaus mal ein Wort ganz am Ende kommen, das sehr wichtig ist für meine Übersetzung. Das heißt, Long-Distance-Kontexte sind besonders in der Übersetzung sehr, sehr wichtig. In der Übersetzung brauche ich also Modelle, die nicht nur den sofortigen Kontext mit betrachten, sondern auch Long-Distance-Relationships, also Long-Distance-Zustände mit modellieren. Und auch hierfür wurde dann eine Technik erfunden, dieses Bild hier, dieser Schaubild rechts, zeigt das sehr anschaulich, dass wenn ich also diese Rekurrenzen mir anschaue über die Länge der Sätze, dann sieht man, dass die Akkuratheit der Übersetzung abnimmt, je länger die Sätze werden. Das heißt, bei ganz langen Sätzen ist die Akkuratheit dann entsprechend sehr schlecht in einem solchen Encoder-Decoder-Netz. Nun, hierfür hat man auch einen neuen Trick gefunden, das sind die sogenannten Attention-Mechanismen. Ein Attention-Mechanismus hat noch jetzt zusätzliche Neuronen, die im Wesentlichen dann auch nochmal darauf achten, wo in der Vergangenheit etwas Wichtiges passiert ist, was für das Decoding in der Ausgabe tatsächlich sinnvoll ist. Und mit diesem Trick hat man in der Tat erstaunliche neue Ergebnisse produzieren können, die in der Zwischenzeit Akkuratheit auch bei langen Sätzen recht gut aufrechterhalten kann. Und hier hat man jetzt inzwischen Akkuratheitswerte, die größer sind als die statistischen Modelle. Und so ist es im letzten Jahr passiert, dass die gesamte Forschungsgemeinde von statistischen Methoden auf neuronale Methoden umgestiegen ist und man heute eigentlich nur noch neuronale Machine Translation in allen Forschungsgruppen der Welt eigentlich macht. Was wir bei uns machen, also Herr Sperber zum Beispiel arbeitet an einer Dissertation, wo wir versuchen, das mit der Sprache zu kombinieren, also ganze Modelle zu trainieren, die sowohl Sprache als auch Übersetzung machen. Ein anderer Mitarbeiter arbeitet an, hier muss ich noch etwas ausholen, nur zwei Sätze ausholen, keine Angst. Eine ganz spannende Aufgabe ist natürlich wieder diese Interlingua-Frage. Wir haben ja gesehen, dass die statistischen Modelle mir einen guten Übersetzer bauen, der aber direkt ist. Wenn ich Englisch-Spanisch will, muss ich Englisch-Spanisch trainieren. Wenn ich Englisch-Französisch will, muss ich Englisch-Französisch trainieren. Wenn ich Französisch-Spanisch will, muss ich ein zusätzliches System trainieren. Für jedes Sprachenpaar muss ich einen weiteren Übersetzer trainieren. Das ist natürlich mühsam, bei 6.000 Sprachen wären das 36 Millionen Sprachpaare. Und dieser Interlingua-Ansatz, den wir verworfen haben, weil er zu schwierig ist, ist natürlich sehr attraktiv. Mit Statistik konnten wir das nicht machen, weil statistische Systeme natürlich nur direkt trainieren. Jetzt kommt der Witz, wenn neuronale Netze wirklich Abstraktionen finden, interne Abstraktionen des Wissen oder des Gesagten, vielleicht ist es möglich, dass wir tatsächlich abstrahieren auf neue Sprachen und ein System, das wir auf zu einem Sprachenpaar trainiert haben, einsetzen können auf ein anderes. Und genau das ist Ziel einer anderen Dissertation, die gerade läuft, wo wir sehr gute Ergebnisse tatsächlich gleichzeitig mit Google, also sowohl unsere Gruppe als auch Google, haben da tatsächlich einen ersten Durchbruch, wo man wirklich zeigen kann, dass das offensichtlich zu funktionieren scheint. Also es ist in der Tat möglich, mit solchen neuronalen Netzen Repräsentationen rein zu trainieren in die Systeme, sodass man damit eine Prädiktion in anderen Sprachen oder anderen Sprachenpaaren erreichen kann. Und das ist natürlich die Hoffnung, dass wir damit natürlich eine Sprachenunabhängigkeit erreichen können, die es dann irgendwann mal erlauben wird, Übersetzungssysteme für alle Sprachen der Welt zu produzieren und damit wirklich die gesamte Welt miteinander vernetzen und kombinieren können. Also wirklich sehr, sehr spannend, was da momentan alles läuft, wo wir mit diesen Methoden Dinge tun können, die jahrhundertelang unmöglich waren, nämlich die Übersetzung und Kombination von Sprachen durchzuführen.